Gut, dass ich mir das alles gemerkt habe. Ah, ich glaube, es gab irgendwie einen Shortcut. So gedanklich. Das war Sarias Song. Unten rechts links, unten rechts links. Aber unten macht ja keinen. Macht ja keinen Sinn hier. Eine Sekunde. Das lässt sich doch sicherlich einfach rausfinden. Rechts, links, geradeaus, links, rechts. Alles klar? Warte mal. Rechts. Links. Rechts. Bist du denn nicht gewachsen? Bist du? Obwohl du kokorisch gekleidet bist, kannst du mich nicht täuschen. Dann spielen wir mal unser Lied hier. Was war das? Unten links? Nee. Das hier war es, glaube ich. Saria hat das die ganze Zeit gespielt. Kennst du Saria? Okay, ich vertraue dir. Wenn ich dich sehe, erinnere ich mich an ihn. Nah dran. Rechts. Links. Rechts. Links. Geradeaus. Links. Rechts. Hier will ich hin. Hier will ich hin. Okay. Dann machen wir mal ran. Langsam bist, kannst du dich vielleicht an einige Gegner anschleichen. Nutze Z-Targeting, damit du immer in die richtige Richtung guckst. Stell so ein, dass du in den Korridor gucken kannst, bevor du die Kurve nimmst. Okay. Ah, das waren die. Ah, ja, ja, okay. Das war natürlich nicht super clever. Ja, was ist jetzt die Lösung hier? Okay.
Geht auch nicht. Alles klar. Also so sollen wir hier raus. Ah. Wir speichern mal. Ich glaube nicht so, wie es gelöst werden sollte, aber hey. Warte mal. Vielleicht müssen wir da mit dem Haken ran? Ich weiß es nicht genau. Schwert hat auf jeden Fall nicht funktioniert. Ah, okay. Das war dringend nötig. Noch brauchen. Okay, hier ist niemand. Drei, ja, meine Herren. Ich mach's mir aber auch schwer. Glaube ich, hier lang. Endlich mal. Sneak Attack. Aber das scheint... War das richtig? Ja. Oh no! Speichern wir doch mal auch in-game. Was machen wir denn mit dir? Ah, okay, okay, okay. Sehr gut. Haben überhaupt nichts vom Geld. Da war sie letzte Mal. Thank you.
Fluss der Zeit ist grausam. Die Geschwindigkeit ist verschieden für jede Person, aber keiner kann sich verändern. Eine Sache, die sich mit der Zeit nicht ändert, ist eine Erinnerung an vergangene Zeiten oder jüngere Tage. Wenn du wieder zurückkommen möchtest, spiel die Minuet des Waldes. Oh, auch Schnellreise? Das wäre cool. Link, wir sehen uns wieder. Nice. In bester Darkwing Duck-Manier. Okay. Wir spielen wahrscheinlich erstmal. Es ist wieder die falsche Melodie, das ist die royale Melodie. Das ist irgendwie die einzige, die sich 100% eingebrannt hat bei mir. Was war nochmal ihr Song? Da. Unten rechts, links. Ja. Wir sprechen mit Saria. Kannst du mich hören? Dann bist du sicher. Ich würde nochmal von dir hören. Ich bin im Waldtempel. Voller böser Monster, bitte hilf mir. Ich dachte, wir wären am Waldtempel. Ah. Nice. Clever. Oh, coole Mucke. Das sieht so aus, als könnte ich hier lang klettern. Ist das so? Goldene Skulptula. Ja, fast so ein bisschen Predator-Musik. Sehr gut. Noch mehr von euch? Was ist das denn? Kann ich da hin? Sehr gut. Okay. Thank you.
Yep. Ich erinnere mich gerade sehr an den Twilight Princess Wald Dungeon, in dem man die Affen wiederholen musste. Ist die Reihenfolge wichtig? Ich vermute mal ja. Da man gerade die ganze Zeit wo der Wert auf dieses Symbol gelegt hier. Nee. Okay. Ich nehme alles zurück. Aber das hier können wir beseitigen. Warte. Gehen wir erst hoch. Ah. Letzte auch noch von hier? Ne. Ups. What? Okay. Dann müssen wir das wahrscheinlich so machen. Gehst du zurück an einen alten Ort? Könnte funktionieren. Muss nur ein bisschen besser stelzen. Stelzen. Hart in die Kämpfe geworfen. Falsche Seite. Sehr gut. So, was machen wir hier jetzt? Bin ich nur hier, damit ich... Was ist das denn? Komme ich da jetzt hin, wenn die Skulptura weg ist? Ah, sehr gut.
Nice. Ich hätte gedacht, dass er abschmiert. Ab und zu unterschätze ich das Spiel einfach. Lass mich mal in Ruhe da. Das ist doch wahrscheinlich ein Fake, oder? Nee, anscheinend nicht. Okay. Schlüssel, sehr schön. Also es ist optisch natürlich Welten auseinander, aber es erinnert mich so ein bisschen an einen Elden Ring oder Dark Souls Untergrund. Und das Schloss aus irgendeinem Grund an... Warte mal, deswegen bin ich jetzt rein? Einfach nur wegen dem... Das ist der Bereich, aus dem ich gerade, von dem ich gerade runtergesprungen bin? Nee, ne? Und zwei Skulpturas. Nee, da bin ich gerade hoch. Ich meine, das Spiel will ja anscheinend, dass ich hier wieder rausgehe. Von hier gekommen? Ich habe keine Ahnung mehr. Ja. Und da bin ich gekommen. Dann gehen wir doch nochmal zurück. Wir sprechen wir auch nochmal. Navi, was wolltest du mir sagen? Ich kann jetzt hier lang gehen, anstatt den langen Weg zu gehen. Ich kann da wahrscheinlich auch hochklettern. Das könnten wir mal machen. Kann ich nicht. Hinziehen, okay. Aber da war ich noch nicht, glaube ich. Schwer zu sagen. Hier gibt es rein theoretisch drei Türen, durch die es weitergeht. Und durch den Brunnen. Genau, komme ich. Ah ja. Durch die beiden Verbindungsstücke. Da bin ich jeweils oben dann durch. Das heißt, hier gibt es einmal die Tür, dann gibt es hier eine Tür, aber dann müsste hier ja auch noch irgendwo eine Tür sein. Wenn ich das richtig lese. Eine oben, eine links. Das sind die beiden, die ich da gerade gesehen habe. Und eine unten.
Vielleicht auch nicht. Mit euch kann ich euch... Nee. Auch nicht. Ist interessant, dass es bislang nur eine von denen gab, wo ich mich wirklich hochziehen konnte und musste, um weiterzukommen. Das ist die Haupttür. Du? Du willst mich aber nur vor dem Typen bewahren, das brauchen wir gerade auch nicht. Dann gucken wir doch nochmal, ob hier im Brunnen irgendwas war, was ich übersehen habe. Einen Schlüssel haben wir hier bekommen. Das ist jetzt ja der zweite, den ich habe. Wenn man davon ausgeht, dass das Spiel nicht davon ausgeht, dass ich im ersten Raum direkt auf drauf springe, dann geht das Spiel vielleicht auch davon aus, dass es der erste ist, den ich jetzt gerade habe. Oh, hätte ich mich darüber hin und her ziehen können? Obwohl, da war ich ja. Da war ich ja. Weg. Ja, da ist anscheinend was. Okay. Da ist eine Skutula. Skutula? Aber wie komme ich denn da hin? Ich meine, hier habe ich gerade nichts gemacht, außer von oben kommen und darunter gehen. Wenn ich jetzt an der Truhe langziehen könnte, wäre natürlich stark. Ich dachte, das geht nicht. Das ging doch gerade nicht. Ah. Aha. Ah, okay. Aber hier kommen wir dann erstmal nicht hoch. Okay. Aber da kann ich mit leben. Das heißt, wir nehmen jetzt diese Tür. Guck mal, wohin die führt. Denn die haben wir auf jeden Fall noch nicht genommen. Aber ich glaube, die geht auch zurück in den großen Raum. Ja. Hier reingekommen, ich glaube schon, ne? Genau, dann haben wir uns das Ganze angeguckt. Wir sind durch die Räume links und rechts. Und hier brauchen wir einen Schlüssel. Kann ich die nicht anwählen? So, jetzt aber.
einnehmen. So, da kann ich noch nicht lang. Gucken, was hier ist. Nix. Ja, danke, die habe ich gerade gesehen. Herzlichen Dank. Ich möchte ihn nicht zur Seite schieben. Nur, wie komme ich hier hin? Ah ja, kein Problem. Alles klar. Dann ziehen. Und schieben. Okay, das hier wird jetzt ein bisschen schwieriger, glaube ich. Den kann ich nicht komplett zurückziehen. Man hört ja auch überall die Gegner schon rumflattern. Da das hier alles verspiegelt ist, vermute ich mal, wird genau dasselbe auf der anderen Seite nochmal. Ja. Eine von den Vieren. Okay. Der Gedanke war nicht korrekt. Na. Die Orientierung verloren. Also, kommen wir von hier oder gehen wir zu hier? Das finden wir jetzt noch mal kurz raus und nutzen dann einmal die gegenüberliegende Tür.
Das hier ist der Weg nach draußen, richtig? Immerhin gab es ein Herzteil. Ja. Ja, ja, lass mal gut sein. Dann gehen wir noch mal in die andere Richtung. Moment mal. Das Symbol, was da angezeigt wurde, ne? Wir haben doch gerade auch... Ich weiß nicht, ob wir den schon mitgebracht haben müssten. Aber wir haben doch gerade diesen Song des Sturms gelernt oder so. A und oben. Ist der was? Moin! Der bringt nichts. Okay. Außer, dass es jetzt im Dungeon regnet. Ich weiß nicht, ob das von Vorteil ist. Vermutlich nicht. Sehr gut. Ich glaube, hier war ich noch nicht. Hier war ich noch nicht. Zwischen Boss. Yes. Was hast du, Navi? Großartiger Tipp. Das war Nummer 1. Wir brauchen ganz dringend Leben. Was essen Autos gern? Ich bin mir nicht sicher, ob Anja oder Christian, aber jetzt bin ich mir sicher. Keine Ahnung. Was essen Autos gern? Sprit? Das hat mir gar nichts gebracht hier drin. Hackplätzchen. Okay. Wir haben weiterhin zwei Schlüssel. Wir waren in den Ecken soweit machbar. Da können wir nicht mehr rein, aber von da sind wir schon mal wiedergekommen. Kann ich mich da hochziehen? Also hier bräuchte ich, glaube ich, einen Pfeil und Bogen für, um mir das Auge da zu schießen. Guckt beide zu, aber Anja liefert die Witze. Hervorragend. Für eine Weile bin ich dann noch gerne eure Abendunterhaltung, bis ich mir gleich was zu essen mache, jemand. Christian, hast du das als Kind mal gespielt? Weißt du, wo ich weiter muss? Hier geht jetzt essen, André. Nice. Was gibt's?
bin mir relativ sicher, dass ich hier irgendwo was übersehen habe. Also, wir waren ja schon so weit, dass wir... dass wir in diesem Raum waren mit den... mit den Schiebeblöcken. Salat. Nice. Und da muss, glaube ich, irgendwie... muss es eigentlich weitergehen. Das kann nicht sein, dass man... da muss es noch irgendwas geben. Lass dich treffen. Okay, wie gerade schon gedacht, da geht's nicht mehr raus. Das heißt, es muss hier weitergehen. Sind wir durch? Hier gab's dich nochmal. Auch kein Thema. So, das haben wir gemacht, ne? Der bleibt auch da. Aha. Ich habe vorhin eine Leiter freigelegt, die ich nicht gesehen habe. Das macht das Ganze natürlich ein Müh einfacher, glaube ich. Okay, okay. Das ist der von gerade. Okay. Jetzt wird langsam, glaube ich, ein Schuh raus. Hier lang. Viel zu kompliziert gedacht. So, du kommst hier hin. Jetzt gehe ich auf die andere Seite. Hier, da wo die Leiter ist. Baut da eine Leiter hin. Wie soll man das denn machen? Also wie soll man das denn überhaupt sehen? Jetzt schiebe ich dich noch weiter nach vorne. So, perfekt. Nee, runter war schon okay. So. Und wenn ich das Ding hier habe, dann habe ich mir den nächsten Witz verdient. Gott sei Dank. Okay. Junge, Junge, das war eine schwere Geburt. Ich stand 5 Meter vor der Lösung des Puzzles und bin einfach nochmal den gesamten Dungeon abgelaufen. Hey!
Ja, gut. Und ja, auch kein Thema. Ich hab... nice. Der Korridor ist verdreht. Ja, danke. Das habe ich gerade schon gecheckt. Okay. Oh. Spannend. Sehr gut, okay. Jetzt haben wir keine Schlüssel mehr. Aber wir waren jetzt zumindest in den größten Bereichen waren wir drin. Ja, lass uns mal speichern. Wo bleibt eigentlich der Witz? Okay, bringt noch nichts. Aber das scheint eine von den Hexen zu sein hier. Ja. Ja, das ist es. Okay. Sehr schön. Ich glaube, wir waren über dem Raum, wo wir gerade gegen zwei von denen gekämpft haben. Oh no. Eine. Danke, Fee. Ah, ich stand auf der Truhe. Okay. Hier hat hoffentlich irgendwer... Sehr gut. Herzen sind genau das, was ich brauche. Und irgendwo eine Fee wäre geil. Falls sich irgendwer gefragt hat, ob es Echtzeit-Videosequenzen sind. Nice, wir haben den Bogen.
Jojojo. Alles klar. Hier hole ich mir jetzt das Herz. So. Das ist weg. Alles klar. Aber wir haben Bogen. Geil. Fliegenden Waffenwechsel. Auch schön. Kann ich hier jetzt drauf schießen? Nee, das bringt nichts. Okay. Dann gucken wir mal, ob wir jetzt irgendwas mit den Bildern machen können. Scheinbar ja. Ah, da ist noch eins. Wie regeln wir das? So regeln wir das. Der Pfeil hat auf jeden Fall gesessen. Einmal schieße ich noch drauf. Ja, okay. Sehr schön, Pfeile kann ich auch gebrauchen. Dieser Dungeon hat Keys ohne Ende. Okay, Stock kann ich nicht mehr benutzen. Das heißt... Das bedeutet... Was bedeutet das? Gehen wir jetzt raus. War hier nicht vorne noch eine Schatztruhe? Holy shit. Hatte ich nicht gerade noch einen Elden Ring-Vergleich? Krass. Bleib du mal da, wo du bist. Auch interessant. Okay. Yes. Oh, war das knapp. Boski, sehr schön.
Hey. Nee. Ich meine, okay. Prinzipiell in Ordnung. Wir wollten ja sowieso zurück. Eine ist an. Sehr schön. Konnte man die nicht auch mal zerschlagen? Was ist denn damit passiert? So, wir können jetzt den gelben, das gelbe Ding da vorne anschießen. Öffnen da die Tür, alles klar. Gehen wir gleich rein. Frage ist, haben wir denn wirklich was davon? Ich meine, hier waren wir jetzt auch schon ein paar Mal. So, wenn ich mich jetzt noch dran erinnern könnte, wo überall diese Augen waren. Da waren wir ja schon, aber da ist doch noch irgendwas. Navi würde ja nicht einfach da oben hinfliegen, wenn da nichts wäre. Es gehen auch echt die Herzen aus, ne? So, prinzipiell muss hier noch eine sein. Wir haben die hier haben wir. Die da haben wir noch nicht. Die da haben wir noch nicht. Geradeaus durch, glaube ich, auch nicht. Und mit durch die Tür müssen wir auch durch. Die da ist. Um dann hier oben rauszukommen. Ein Stein kann nichts kaputt schießen, man kann sich nirgendwo hochziehen. Nervig. Warum sollte ich die Dinger hier brauchen? Will die nicht. Oh, Hells. Hells. Das ist, glaube ich... War ich da schon jetzt mittlerweile eigentlich?
Nee. Moment. Hier ist das lang ersehnte Herz. Wieso geht es an der einen Wand, aber an der anderen nicht? Was ist der Grund? Frustration. Dem Ding passiert nichts. Hier ist nichts hinter. Das kann uns egal sein. Und auch. So geht's. Warum sollten wir das können? Macht es Sinn, das wieder rauszuholen? Okay. Nichts. Hier ist nichts. Wir gehen jetzt noch einmal an den Ort, wo ich von der Hand abgefrühstückt wurde. Denn potenziell... Oh ja, dich kann ich tatsächlich einfach direkt gebrauchen. Also, tendenziell ist mein Gedankengang jetzt der. Es war ein Loch im Boden, da wo ich von der Hand abgefrühstückt wurde. Durch das Loch bin ich noch nicht durch. Das ist der einzige Punkt, der mir gerade einfällt, wo ich noch lang kann. Gerade raus. Thank you.
Da war hier noch ein... mal geguckt zu haben? Nee, da war nix. Muss mir auch egal sein. Hier schon mal? Vielleicht. Ihr wollt mich doch alle. Ja, ist ja gut jetzt. Kann ich hier ranziehen? Nee. Ich sehe mich hier schon mit Anlauf runterspringen.